Hallo, ich bin die Judith und ich habe mich heute zu einem Thema verabredet, auf das ich mich richtig, richtig freue. Das ist nämlich eine Sache, die mich schon länger beschäftigt und begleitet. Und jetzt würde ich es gerne mal von der anderen Seite beleuchtet hören. Und zwar ist es das Thema, wie unsere Gedanken und unsere Einstellung, unsere Gesundheit und unsere Selbstheilungsfähigkeiten beeinflussen. Dazu habe ich mir den Sebastian Lichtenberg von der Deutschen Heilerschule eingeladen und begrüße dich ganz herzlich und bitte dich, Sebastian, magst du dich mal kurz vorstellen, warum dich das Thema so berührt, wie du dazu kamst und wie du damit arbeitest? Ja, vielen Dank, Judith. Wie ich dazu gekommen bin, also seit meinem 18. Lebensjahr durch ein schicksalhaftes Ereignis bin ich mit dem Thema Glaubenssysteme und energetische Zusammenhänge in unserem System habe ich mich auseinandergesetzt. Das war schon sehr früh eigentlich in meinem Leben und ich habe festgestellt, dass bei mir in meinem Leben Glaubenssysteme natürlich eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben, so wie ich aufgewachsen bin, in einem relativ konservativen Umfeld in Bayern, wie man das so kennt. Es gab immer wieder im Laufe der Zeit kritische Phasen und um mich da sozusagen aus diesem Prozess, ich drücke das jetzt mal aus, der Veredelung des Charakters, um da schneller hindurchzukommen und um das geschmeidig und sanft und einfach und schnell zu generieren, habe ich mich sehr, sehr stark eben damals schon mit diesem Thema Glaubenssystemen beschäftigt. Genau. Okay, und heute arbeitest du damit und hast darin deine Passion und Berufung gefunden. Genau, richtig. Heute arbeite ich in einer relativ großen Schule für alternative Heilweisen und für geistiges Heilen, auch hier in Bayern. Die Deutsche Heilschule und wir haben im Jahr bis zu 100 Schüler, die zu uns kommen. Ich mache das zusammen mit meiner Frau. Und seit jetzt 16 Jahren, 17 Jahren schon. Genau, dort begleiten wir die Menschen eben auf ihrem Prozess, in ihre eigene Kraft und zu kommen und ihr eigenes Bewusstsein zu entfalten. Und dazu gehören natürlich Glaubenssysteme, genauso wie andere Themen, was das Thema Ernährung angeht oder die Aufarbeitung von der Vergangenheit und so weiter. Super spannend. Danke. Ja, ich habe ja seit 2013 so einen Umbruch im Leben gehabt. Und zwar habe ich da vorher mit 19 Jahren so die Diagnose MS bekommen und habe mich da 12 Jahre damit rumgeschlagen, nach dem typischen schulmedizinischen Weg, also mit allen Untersuchungen, die so üblich sind und den Medikamenten, die mir wiederum viele Allergien durch die Nebenwirkung gebracht haben und also darunter Heuschnupfen, Migräne noch, unglaubliches Zykluschaos und eine Menge andere schöner Sachen. Schlimme Sachen eher. Und eines Tages hatte ich dann so einen Gedankenblitz, wo ich dachte, oh nee, heute ist es wirklich richtig schlimm und ich bin jetzt 30 und wo soll denn das noch hinführen? Es hat immer so ein aufbauende Stufen noch gehabt. Wo soll denn das jetzt noch hinführen? Und nun ist genug, ich möchte gesund sein. Was echt so einen Umschwung gebracht hat und eine unglaubliche Motivation, Hintergrundwissen zu sammeln. Und ich habe recherchiert, wie verrückt, und bin auf Entgiftung gekommen, weil die Vermutung oder die Ursache in der Schwermetallbelastung liegt, wie ich dann rausgefunden habe. Und habe entgiftet mit einer unglaublichen Motivation und ich habe meinen Weg vor mir gesehen, was auch unglaublich schnell Effekte und Erfolg gebracht hat. Und nach einem halben Jahr konnte ich sicher sagen, da ist kein MS mehr. Ich fühle mich fit und gesund. Der Nebeneffekt war noch, dass der Geist, die Gedanken klar waren, was ich vorher, ja, das war noch ein ganz, was mich sehr beeinträchtigt hat, dass ich so einen Matschekopf hatte und gar nicht mehr klar denken konnte. Da war nur noch Watte drin. Und plötzlich war das wieder klar und ich habe mich verbunden gefühlt. Ich habe Zusammenhänge viel schneller erkannt. So, aber zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, wow, die Entgiftung und die pflanzliche Ernährung,
die ich noch aufgenommen hatte, hat so eine unglaubliche Kraft. Das hat mich gesund gemacht. Im Nachhinein habe ich aber festgestellt, oder die Erkenntnis ist gereift, dass noch ein ganz anderer starker Faktor da seine Finger im Spiel hatte. Und dass es eben meine Einstellung dazu war. Und dass dieser Entschluss und Beschluss, gesund zu werden, so stark gezogen hat, dass das ganz viel bewirkt hat in der Selbstheilung. Kannst du vielleicht mal aus deiner Sicht oder aus deinen Augen und mit deinem Hintergrundwissen erklären, was da damals passiert ist, passiert sein könnte? Ja, sehr gern. Das sind mehrere Faktoren, die da zusammenspielen. Zum einen natürlich aus der emotionalen Ebene, also wirklich, dass du angefangen hast, dein vorhandenes Glauben, deine vorhandenen Glaubensmuster und deine vorhandenen Glaubenssysteme neu zu kalibrieren und dich innerlich neu auszurichten. Und du hast es gemacht, indem du äußerlich unter anderem eben Rituale und in deinem Leben sozusagen einfach dein Umfeld möglicherweise geändert hast, eben deine Rituale auch angepasst und neu ausgerichtet hast. Und somit gab es einfach andere Gefühle. Also die Gefühle sind sozusagen der Motor, das Benzin, der Brennstoff. Je nachdem, was wir für andere Gefühle haben in unserem Leben, also anstatt zum Beispiel Enttäuschung, dann eben Freude oder anstatt Einsamkeit Liebe oder anstatt Verwirrung auf einmal eine gewisse Form von Sicherheit, ja. Passiert Folgendes, dass sozusagen, wenn wir uns nicht nur emotional neu ausrichten, mit unserem Glauben, mit unserem inneren Sein, sondern auch mit unseren gedanklichen Werten und mit unseren gedanklichen Energien, dass die dann dieser Treibstoff, diese positiven Gedanken, die wir in uns tragen, auch vorwärts schiebt. Und das ist wirklich perfekt, wie das anscheinend gelaufen ist bei dir. Das freut mich sehr für dich, dass das so erfolgreich war. Aber das hat auch, wie du das selber gerade erwähnt hast, auch was natürlich mit Hingabe und einer Ausrichtung zu tun, mit einem klaren Fokus, mit einem klaren Ziel, wo du weißt, okay, du möchtest das erreichen und du hast massive Maßnahmen einfach in deinem Leben sozusagen gestartet, ja, um aus dieser vorhandenen Rolle rauszugehen und sozusagen und wie eine Haut bei einer Schlange das abzustreifen und sozusagen dich neu auszurichten in deinem Leben und neu zu sein und neu zu werden. Und das ist wunderbar, wie du das gemacht hast. Ich muss es nochmal sagen und es freut mich wirklich sehr, aber es gehört viel Disziplin dazu und eine klare Ausrichtung, dass man sich nicht von seinem Weg abbringen lässt. Genau. Danke. Danke für dein Kompliment, da freue ich mich. Aber ja, wie du auch sagst, die Emotion ist ja auch so ein entscheidender Faktor. Also und das, was man aussendet, das kommt auch wieder zurück, ne? Ja, richtig, genau. Also wären wir bei einem weiteren Thema, mit dem wir uns auch sehr, sehr viel bei uns hier beschäftigen. Und zwar sind das sogenannte universelle Gesetzmäßigkeiten, universelle Prinzipien, die permanent auf uns einwirken, denen man sich nicht so einfach entziehen kann, wie bei so irdischen Gesetzmäßigkeiten, so drücke ich es mal aus, wenn ich einen guten Anwalt habe oder sonst irgendwas, sondern da geht es wirklich um klare Strukturen, die existieren. Vielfach sind die in der Gesellschaft ja auch bekannt. Also sowas, so Prinzipien, zum Beispiel die Ursache und Wirkung. Ja? So wie man in den Wald hineinruft, so halt es heraus. Oder was man nicht möchte, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das sind so ältere Bauernweisheiten, aber letztendlich stecken dahinter viel, viel größere Mechanismen, die unter anderem etwas sehr stark unser Leben beeinflussen. Und die meisten Menschen, das muss man auch dazu sagen, sind sich dieser Mechanismen, dieser universellen Gesetzmäßigkeiten nicht bewusst. Das bedeutet, dass wir eine Vielzahl von Gefühlen in uns tragen und je nachdem, was wir, wie unser Tag beginnt, wie wir entweder in der Hochstimmung sind oder zu Tode betrübt und diese Stimmung
hat auch eine Schwingung, die unser Bewusstsein beeinflusst. Selbstverständlich haben Einstellungen wie zum Beispiel, was ich vorhin genannt habe, Liebe oder Freude oder etwas wie das tiefe Gefühl von Sicherheit oder Geborgenheit, natürlich eine ganz andere Schwingung als die Abwesenheit dessen. Also was heißt Angst oder Einsamkeit oder Frust oder Trauer oder Wut. Und gepaart mit Emotionen und Gedanken entsteht einfach eine Schwingung in uns. Manchmal ist diese Schwingung so stark, dass wir Personen, die uns begegnen, auch anstecken können. Ja? Und diese Fröhlichkeit, die sich durch uns selbst zum Ausdruck bringt, überträgt sich auf andere Menschen. Aber es geht eben auch andersrum, wie zum Beispiel, wenn es um Trauer oder Wut geht, dass sich das auch auf andere Menschen überträgt. Mhm. Und genau darum geht es, diese Prinzipien, sich darüber bewusst zu sein, dass die im Hintergrund wirken, wie ein Prinzip von Ursache und Wirkung, das heißt, was du aussendest, kommt zu dir zurück, oder ein Prinzip von wie innen so außen, das heißt, wie dein inneres Sein ist, also dein bewusstes Sein, was du fühlst, was du denkst, und was letztendlich sich durch dich hindurch in der äußeren Welt, in der äußeren Realität auch zum Ausdruck bringt, das zeigt sich irgendwann auch in deiner äußeren Realität. Das bedeutet, wie innen so außen. Bist du innerlich positiv ausgerichtet, positiv eingestellt, in deiner Mitte, in deiner Harmonie und hast einen vitalen Energiefluss, dann drückt sich das in deiner äußeren Realität zum Beispiel so aus, dass du Impulse bekommst. Wir nennen das in unserer Arbeit die Synchronizität der Ereignisse. Das heißt, dass sich Menschen einstellen, die dich dabei unterstützen, die dieses neue System in dir nähren, die dir Impulse geben, wie du bestimmte Dinge noch besser, noch einfacher, noch gesünder für dich gestalten kannst. Das heißt, das, was du im Inneren bist, solche Menschen ziehst du dann in deinem Umfeld, im Äußeren an. Das ist eines von einem hermetischen Prinzip, einem Grundprinzip, was permanent und immer wirkt auf jeden Menschen. Absolut, kann ich das auch sagen, dass damals, ich hatte so einen Funken von der Information und plötzlich kamen alle Informationen auf mich eingerieselt, die ich gebraucht habe. Ich habe neue Leute getroffen, ich habe die Produkte, nenne ich es mal, die ich gebraucht habe zum Entgiften, die kamen und die Erfolge zeigten sich gleich mit. Mein Lebensgefühl hat sich verändert, was sich noch mehr in meiner Ausstrahlung sicherlich gezeigt hat und ich dann wiederum neue Sachen angezogen habe und ich ganz anderen Mut gefasst habe, Entscheidungen zu treffen, die in meinem Leben eigentlich schon lange anstanden. Das heißt, eine ganz wichtige Frage, die ich noch habe, wenn ich jetzt Selbstheilungskräfte ankurbeln möchte, wie konkret kann ich dieses Wissen, was du uns jetzt erzählt hast, wie konkret kann ich das nutzen in der Praxis? Gut, das ist eine gute Frage. Also die meisten Menschen praktizieren das zum Teil eben auch schon unbewusst in ihrem Leben. Das bedeutet, dass sie sich viel in der Natur aufhalten, dass sie teilweise einfach mal innehalten und so eine Introspektion, also so eine Reflexion von sich selbst, wie ist der Tag so abgelaufen, was habe ich gesagt, was habe ich getan, was habe ich gefühlt, dass das stattfindet. Vielfach sind Menschen auch so ausgerichtet, dass sie, was er momentan auch einen wirklichen Boom erlebt, dass viele Menschen einfach körperliche Übungen machen, wie Yoga oder Entspannungsübungen, Qigong. Und all das unterstützt uns natürlich dabei, unsere Selbstheilungskräfte auch in einem gewissen Niveau zu halten. Meditation ist ein gutes Thema. Aber es gibt all das, ist vielleicht nicht ganz so effizient und nicht so effektiv, wenn wir, was unser Unterbewusstsein angeht, unser unbewusstes oder unterbewusstes Denken, wenn wir uns darüber nicht bewusst sind, was wir sozusagen für Saboteure in unserem Wesen haben. Ja. Das bedeutet, und da wären wir wieder bei unserem Ausgangspunkt und bei unserem Ausgangsthema, eben den Glaubenssystemen und diesen Glaubenssätzen, die uns einfach in unserem Leben begleiten.
Ich nenne mal ein Beispiel. Ja. Je nachdem, wie man aufgewachsen ist in einem Umfeld der Eltern, gibt es dort natürlich ganz, ganz fest verankerte Glaubenssysteme und Bewusstsein, über die man sich natürlich in keinster Weise bewusst ist. Also Glaubenssysteme, so banal das klingt, aber du musst ganz, ganz viel arbeiten, zum Beispiel, um irgendwie über die Runden zu kommen in deinem Leben. Ja? Oder wenn ich Liebe halten möchte, muss ich erstmal ganz, ganz viel dafür tun, anerkannt werden, gewisse Aufgaben erfüllen, damit ich es wert bin, geliebt zu werden. Und diese Glaubenssysteme, die uns vorhanden sind, die verbrauchen Energie, die verbrauchen vitale Lebenskraft, um überhaupt am Leben erhalten werden zu können. Und das ist das Problem an der Geschichte. Das bedeutet, diese unbewussten Saboteure, die wir mit uns tragen, die verbrauchen eigentlich die Energie, die wir dafür benötigen, um eigentlich ein sanftes und schönes und glückliches und freudvolles Leben haben zu können. Und vor allen Dingen auch natürlich gesund. Genau die Menge an Energie, die eigentlich dafür nötig wäre, um diese Mauern und diese Klippen zu überwinden in unserem Leben, um den nächsten Schritt gehen zu können. Und diese Energie fehlt den meisten Menschen und die wissen nicht, warum. Die kommen nicht dahinter. Sehr, sehr interessant, was du da sagst, dass die Glaubenssätze noch Energie fressen, die wir eigentlich, jetzt mal auf die Selbstheilung wieder bezogen, dafür benötigen würden. Wie zum Beispiel der ganz starke Glaubenssatz, MS ist nicht heilbar oder Krebs ist ganz schwer heilbar oder andere Sachen. Ne? Richtig. Das, wo ich jetzt gerne so einen kleinen Fußstapfen hinterlassen würde, um ein Gegenbeispiel zu zeigen, ist es eben doch heilbar, wenn man das möchte. Wenn man dazu bereit ist und es hinter sich zu lassen. Ja, das wäre noch eine kleine Herzensangelegenheit, die ich gerne in die Welt streuen möchte, dass man sich nicht daran festhalten muss, dass Krankheiten nicht heilbar wären, nur weil der Arzt das sagt. Danke, dass du das so erklärt hast, weil das macht dann Sinn. Ja. Und es gibt ja wirklich eine Menge Glaubenssysteme, wenn man die Leute um sich herum beobachtet, wie du eben sagst, ich muss mir ein Bein ausreißen, um Geld zu verdienen, um meine Familie um die Runden zu bringen. Oder was sind starke Sachen? Oder wenn ich es nicht tue, dann, wenn ich es selber nicht umsetze, dann macht es keiner richtig. Also hängt die Verantwortung immer an mir. Zum Beispiel, ich kann Sachen nicht delegieren und bin immer in der Verantwortung. Also das sind wirklich starke Sachen, wo Menschen immer in ihrem eigenen Kreis laufen und Energien richtig bündeln. Hast du wirklich sehr interessant beschrieben und erklärt. Ja, gibt es Möglichkeiten, aus dieser Falle rauszukommen oder das einfacher zu erkennen? Ja, es gibt natürlich Möglichkeiten, aus dieser Falle herauszukommen. Und zwar, dass man sich erstmal wirklich darüber bewusst wird, so banal das jetzt klingt, aber es ist überhaupt nicht banal, wenn es darum geht, seine eigenen Ziele und seine eigenen Wünsche einfach mal zu definieren. Die meisten Menschen, die zu uns kommen, auch in unserer täglichen Praxis, die wissen ganz genau, wirklich ganz präzise, was sie nicht möchten. Aber die wenigsten können ganz klar sagen, mit völliger Inbrunst und Überzeugung, ach ja, und übrigens das und das und das sind meine nächsten 2, 3 Schritte, kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Das heißt, wenn es darum geht, ich möchte ein neues Zuhause haben oder ich möchte einen neuen Job finden oder ich möchte eine erfüllende und liebevolle Beziehung haben in meinem Leben oder. Ja? Das heißt, die wenigsten können das ganz klar definieren und ganz klar zum Ausdruck bringen. Und es geht darum, mit dieser Definition, mit diesem Statement, das man in sich spürt und sagt, okay, ich möchte das und das und das jetzt in der kommenden Zeit einfach mal umsetzen, dass man sich neu ausrichtet. So ähnlich wie du das in deiner Geschichte gemacht hast. Dass man sich neu ausrichtet und damit verändert sich auch innerlich die Schwingung. Das heißt, mein Fokus ist nicht mehr, also das heißt, mein mittleres Selbst, mein Bewusstsein ist nicht mehr permanent in der Vergangenheit und ich trage. Oder in der Krankheit verankert. Oder in der Krankheit verankert, vollkommen richtig. Und in meinem tristen, trüben Leben, was ist, vielleicht gar nicht mehr lebenswert ist, sondern ich richte mich ein bisschen mehr aus, meinetwegen auch ein bisschen größere Ziele.
Das spielt keine Rolle, wie lange es dauert. Hauptsache, man richtet sich aus und schon verändert sich die innerliche Schwingung und das eigene Mindset. Also die Kombination zwischen Gedanken und Emotionen. Und schon hat man einen grundlegenden Baustein, einen grundlegenden Teil investiert und aufgebaut, was eben dieses Gesetz, dieses Prinzip sozusagen von Ursache und Wirkung sozusagen bedarf. Ja? Also man hat den ersten Samen gesetzt. Und das Zweite ist, wie du schon angesprochen hast, man verschwendet nicht mehr den ganzen Tag die Energie drauf, über seine Sorgen und Nöte nachzudenken, sondern einfach nur, wie kann ich am einfachsten oder geschmeidigsten oder erfolgreichsten meine Ziele erreichen. Und letztlich ergibt sich durch dieses Niveau, was man auf einmal in sich trägt, also diese neue Schwingung, dass man negative Energien sozusagen nicht unterdrückt und nicht unter den Teppich kehrt, sondern einfach nicht mehr nährt, mit Energie versorgt, ganz neue Möglichkeiten im Leben und ganz neue Werkzeuge, die für einen arbeiten, anstatt gegen einen eben auch zu arbeiten im Leben. Genau. Und wenn ich natürlich beschreiben müsste, es gibt keine, da muss ich auch ganz ehrlich sein, also die meisten Menschen, die zu uns kommen, die haben natürlich alle sehr, sehr individuelle Probleme und individuelle Lebensthemen, aber es geht oftmals immer um die Aspekte Selbstliebe und Selbstwert. Ja? Also bin ich es wert und bin geliebt zu werden und bin ich es wert, anerkannt zu werden, bin ich es wert, einen Partner zu haben, bin ich es wert, in Fülle zu leben. Das muss nicht gar nicht monetäre Fülle sein, sondern in Fülle von Glück oder Freude. Und die meisten Menschen, die zu uns kommen, haben diese beiden Themen. Mhm. Und dementsprechend gibt es viele Aussagen, wenn man mit denen spricht, wo Glaubenssysteme eben auch offenbart werden, die wirklich dagegen arbeiten und dagegen sprechen, um überhaupt in diese Selbstliebe und in diesen Selbstwert zu kommen. Mhm. Könnte das der Hintergrund sein dazu, dass mir ist schon begegnet, dass ich Menschen sachte darauf aufmerksam machen wollte, gerade die auch mit der Diagnose MS behaftet sind, dass sie das eben auch loswerden können und hinter sich lassen könnten. Und da war ganz starke Gegenwehr eben, dass ich nicht recht hätte, dass es bei mir bloß eine kurze Pause eingelegt hätte, dass sehr allgemein bekannt ist, dass MS nicht heilbar ist. Also, dass da überhaupt keine Offenheit war dafür und das nicht willkommen geheißen wurde, wie du kannst auch wieder gesund werden. Ist das vielleicht die Ursache dafür, was du beschrieben hast? Ja, das ist unter anderem die Ursache. Zum einen und zum anderen wirklich, weil Menschen oftmals ihre Komfortzone nicht verlassen möchten. Man glaubt es nicht. Ich habe selber in meinem Leben auch schon Klienten gehabt, die MS hatten, die ich behandelt habe. Und das ist wirklich ein Zufall und ich muss diese Geschichte erzählen. Es geht wirklich um Komfortzone, es geht wirklich um Glaubenssysteme und diese Menschen, die kommen zu einem und erzählen Geschichten, die sie gebaut haben rund um ihre aktuelle Lebenssituation. Sei es jetzt eben so eine schwere Krankheit, MS oder Krebs oder vermeintlich leichtere Beschwerden. Und was immer wieder auffällig ist, ist, dass vielfach Menschen aus dieser Krankheit oder aus dieser Disharmonie in ihrem Leben aber auch eine gewisse Form von Energie ziehen. Das heißt, die Lebenssituation wurde so angepasst, dass sie oftmals viel Aufmerksamkeit oder Zuneigung oder Zuwendung erhalten, weil ihnen Unterstützung zuteil wird aus ihrem privaten Umfeld oder. Ja? Und aus ihrem Arbeitsumfeld, aus dem Privaten, auch von den Nachbarn. Das heißt, diese Menschen haben ein bestimmtes Glaubenssystem, das ohne diese bestimmten Voraussetzungen ihnen vielleicht gar nicht mehr diese Zuwendung, diese Liebe, diese Aufmerksamkeit, diese Achtsamkeit oftmals auch zuteil gebracht wird. Das, sprich, fehlt die Krankheit,
müssen sie wieder in ihr altes Leben zurückkehren, wie das früher einmal war, wo das ja vielleicht zum Teil sogar viel, viel aufwendiger war, diese Aspekte zu genießen, also sprich im Genuss zu kommen von Fürsorge, von Unterstützung. Und ich hatte eine Klientin, die kam zweimal zu mir, kam wirklich auf Krücken, ganz, ganz langsam. Es hat ganz lange gedauert, bis die selber von ihrem Auto ausgestiegen war und überhaupt in die Praxis kam, eine Viertelstunde ungefähr. Wir haben die behandelt, es gab zwei Termine, die ich mit ihr hatte. Und bei dem zweiten Termin hat sie meine Praxis ohne Krücken verlassen und ist relativ zügig schon wieder zurück ins Auto gekehrt. Und die war wirklich, du hast gemerkt, die war wirklich in sich sehr euphorisch und die hat gemerkt, da findet eine Veränderung statt. Und auf einmal muss dieser Mensch realisiert haben, innerlich, dass das künftige Leben nicht mehr so sein wird wie das vergangene Leben. Das heißt, dass sich da sehr, sehr viel ändert. Und dann gibt es Menschen, die kommen dann wieder zu uns, weil sie da Lust drauf haben, weil sie spüren, dass das Leben lebenswerter wird, wenn sie natürlich wieder in ihrer eigenen Kraft sind und wirklich tun und lassen können, was sie möchten, aus ihrem eigenen Selbst heraus. Aber es gibt auch Menschen, die kommen nicht mehr zu uns, weil sie Angst davor haben, dass sie die Sachen, die sie durch diese Krankheit erhalten, eben nicht mehr bekommen. Sie haben im wahrsten Sinne des Wortes mehr Verlustängste von dem, was sie nicht mehr haben, obwohl die Krankheit oder die Symptome verschwinden würden, aber die Angst davor, nicht mehr geliebt zu werden, keine Aufmerksamkeit mehr zu bekommen, die ist oftmals größer. Und das war unter anderem eben bei dieser Klientin so. Die konnten wir nicht mehr davon überzeugen, zu kommen, leider. Obwohl wir sie wirklich begleiten konnten und nachweislich auch ihr zeigen konnten, dass es besser wird und dass die Symptome geringer geworden sind. Und ihr ging es auch wirklich besser. Aber manchmal sind die Glaubenssysteme und so stark, dass sie auf uns einwirken, dass es einfach nicht zu ändern ist. Und das muss man dann auch akzeptieren. Ja? Das ist der freie Wille, den jeder Mensch hat. Und das muss man dann auch akzeptieren. Mhm. Wow, ich kann das Gefühl, sich von so einem Glaubenssatz, wie du es gerade bei der Patientin beschrieben hast, total gut nachvollziehen, wie sie sich dann plötzlich befreiter gefühlt hat. Und danke, dass wir das angesprochen haben jetzt. Ich finde das nämlich eine ganz starke Beobachtung, die ich gemacht habe, dass es Menschen zurückhält, noch wirklich in ihre Kraft zu kommen und ihren Zielen nachzugehen und gerade eine Krankheit hinter sich zu lassen. Was mich anfangs gewundert hat, mittlerweile kann ich es verstehen. Nicht gut, nicht unbedingt nachempfinden, aber verstehen. Bei mir war es halt so ein Sprühen, wirklich ein Gefühl von Befreiung. Und das wünsche ich einfach ganz vielen Menschen. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du das auch nochmal aufgedeckt hast. Vielleicht erkennt sich da noch jemand selber drin, wo man noch über eine Hürde springen kann und sich ein bisschen einfacher machen kann und das Ziel klarer vor Augen sehen kann. Ja. Wenn ich jetzt also feststelle, ich habe da noch Blockaden, die ich gerne überwinden möchte oder ich möchte meine Ziele im Allgemeinen besser erreichen, mehr in die Selbstliebe finden vielleicht oder es spielt ja ganz viel rein, was du angesprochen hast. Wo kann ich denn da Unterstützung finden? Also wir haben extra für diese Themen für Menschen, die vielleicht schon ein bisschen etwas gemacht haben in ihrem Leben, an sich gearbeitet haben oder hier und da mal vielleicht sogar ein spirituelles Seminar besucht haben, ganz egal, um was es ging, um Selbstheilung oder um Selbstfindung oder Bewusstseinsöffnung oder wie auch immer. Oder Menschen, die einfach viel schon gelesen haben, viel theoretisches Wissen sich angeeignet haben. Genau dafür haben wir ihnen einen Rahmen geschaffen über ein Seminar, das wir anbieten, wo wir ihnen wirklich Werkzeuge und Techniken zur Verfügung stellen, Schritt für Schritt, Lektion für Lektion, um sich sowohl eben mit dem Thema Selbstliebe, Selbstwert, aber auch mit diesen, was ich vorhin angesprochen habe, sehr, sehr wichtigen universellen Gesetzmäßigkeiten und Schwingungsprinzipien auseinandersetzen zu können. Das ist unserer Meinung nach mindestens genauso wichtig. Wenn ich weiß, wie bestimmte Mechanismen im Leben wirken, und ich das nicht nur weiß, sondern auch in meinem Alltag
praktisch integrieren kann, dass ich bestimmte positive Impulse setzen kann, um mein Leben einen gewissen Gleichklang vermitteln zu können und eine gewisse Leichtigkeit wieder einkehren zu lassen. Es ist mindestens genauso wichtig wie der Punkt, dass ich Schritt für Schritt mich auf den Weg mache, wieder zu meinem inneren Sein, mich so anerkenne, wie ich bin, also zu meinem inneren Wesenskern und unter anderem eben auch meinem Herzenskern. Das heißt, ich mich wirklich wieder so selbst annehme, wie ich bin und auch selbst liebe. Und genau dafür haben wir ein Online-Seminar, einen Online-Kurs kreiert, in einer wirklich vorgegebenen Zeit mit unserem ganzen Wissen und Erfahrungen, welche wir von den tausenden Schülern, die uns schon besucht haben, gehen wir dort weiter, Brigitte und ich, und vermitteln dieses Wissen so aufeinander abgestimmt und aufeinander aufbauend, dass man nicht nur die Werkzeuge und theoretisches Wissen in die Hand kriegt, sondern eben auch Wissen, was man im Leben praktisch umsetzen kann. Also daran scheitert es ja immer. Mhm. Und das ist in diesem Online-Kurs sehr, sehr gut unserer Meinung nach umgesetzt. Dort fließt wirklich dieses ganze Wissen der letzten Jahre von unseren Schülern auch mit ein, die wir begleiten durften. Und der ist sehr einfach strukturiert. Das bedeutet, ich arbeite mich wirklich von Lektion zu Lektion, bekomme dort, so wie wir jetzt miteinander sprechen, auch Videos gezeigt, wo Brigitte oder ich die einzelnen Themen praktisch erklären und dazu auch ganz, ganz viel Arbeitsmaterial und Übungen, die aufeinander, wie gesagt, aufbauend sind. Und dann bestmöglich natürlich zu dem Ziel führen, dass jeder Teilnehmer wieder mehr zu sich selbst findet und seine innere Kraft befreit und sein inneres Bewusstsein befreit. Das klingt wunderbar. Also gibt es jemanden, für den das ganz speziell kreiert wurde? Für Leute, die dir da am Herzen liegen, was du öffnen möchtest bei ihnen? Grundsätzlich ist es für jeden Menschen geeignet, egal, ob der jetzt wirklich schon auf spiritueller Sinnsuche ist oder ob er wirklich wissen möchte, was so sein, möglicherweise sogar sein Plan ist im Leben, sein Seelenplan ist. Ja? Selbst das kann man durch diesen Kurs rausfinden. Ob das jetzt Menschen sind, die schon wirklich praktisch arbeiten, auch schon mit Menschen zusammenarbeiten, für die ist das genauso gut wie Menschen, die einen simplen kaufmännischen Beruf haben, aber einfach mal die Aufmerksamkeit und den Geist einfach mal für sich selbst, einfach ein bisschen mehr für sich selbst tun möchten und herausfinden möchten, okay, was sind denn meine Ziele, Wünsche in meinem Leben und wieso klappen bestimmte Dinge in meinem Leben nicht so, obwohl ich da schon unwahrscheinlich viel Energie investiert habe und was steckt da möglicherweise dahinter. Also letztendlich, für alle Menschen ist es geeignet, wie ich schon gesagt habe, die mehr wieder in ihre innere Kraft kommen möchten und die ihr Bewusstsein befreien möchten. Sehr schön, das resoniert sehr mit mir. Das finde ich sehr, sehr unterstützenswert. Das ist eine tolle Unterstützung, um die Selbstheilungskräfte anzukurbeln. Dann hast du vielleicht noch einen Tipp für uns, wenn man jetzt wirklich auf der Stelle steht, nicht weiterkommt und seine Gesundheit einen richtigen Anschub verpassen möchte, eine kleine Übung, die man machen könnte, zum Beispiel, wie man das Gesetz der Resonanz, das Gesetz der Anziehung in seinen Alltag integrieren kann? Das ist eine kleine Übung. Und zwar, dass man sozusagen einmal am Tag sich über 3 oder 4 Dinge Gedanken macht, die einem Glück und Freude bereitet haben, wo man das Gefühl hatte, dass man dadurch stärker geworden ist oder größer geworden ist, also innerlich größer geworden ist. Das heißt, es geht immer um Glück, Liebe, Freude, Stärke. Mhm. Ich reflektiere sozusagen am Ende des Tages, anstatt mich sinnlos vor den Fernseher zu setzen, reflektiere ich einfach mal kurz, was hat mir dieses Jahr gut getan? Welche Menschen haben es mir begegnet? Welche Ereignisse gab es, die mich genährt haben und die mich unterstützt haben. Und das bedeutet, wenn man das einige Tage hintereinander macht, dann realisiert man erstmal, wie viele Menschen im Umfeld eigentlich vorhanden sind, die uns tragen und
die uns unterstützen und die uns zeigen, wie schön die Welt sein kann und wie schön das Leben sein könnte. Aber oftmals wiegen diese Dinge nicht so schwer in unserem Leben, sondern die düsteren Nachrichten, die dramatischen Nachrichten, die wiegen leider manchmal ein bisschen mehr. Das hat was mit der Emotion zu tun, weil sie manchmal einfach schneller in uns geweckt wird. Und mit dieser Übung können wir also sozusagen unsere Aufmerksamkeit zum einen mehr wieder auf das Positive ausrichten und zum anderen erkennen, wie viel Gutes eigentlich wirklich in unserem Leben schon gibt. Und das ist so ein kleines Bild, aber man realisiert dann erst mal, wenn man das Gefühl hat, man muss die ganze offenen, man sieht den Gipfel vor sich und der Weg ist total weit und man denkt, oh, ich bin überhaupt noch gar nicht vorangekommen. In diesem Augenblick realisiert man erstmal eigentlich, wie weit man auf diesen Berg gestiegen ist, wie viel man von dem schon erklommen hat, indem man sich nicht einfach umdreht. Indem man einfach sich umdreht und schon mal die Aussicht genießt, also erkennt, was man schon geschafft hat und was in seinem Umfeld alles schon existiert. Das ist so ein kleines Bild. Und die wenigsten Menschen, die realisieren das. Die wenigsten Menschen, die schauen immer bloß auf die Spitze und denken, boah, ist das noch weit und das schaffe ich nie und wie soll ich das auf, in welchem Aufwand kann ich das nur schaffen? Aber auf die Idee zu kommen, sich einfach mal umzudrehen und die Aussicht zu genießen und zu, einfach mal dankbar dafür zu sein, was man alles schon erreicht hat im Leben und was einem das Leben alles schon geschenkt hat. Dafür ist diese Übung. Das stimmt. Ja, das hast du richtig schön gesagt, so Schritt für Schritt vorwärts, ne, und die Aufmerksamkeit weg vom Problem richten hin zur Lösung, und dann geht's schon vorwärts, ne. Das, was du auch gesagt hast, das mache ich, stelle ich gerade fest, dass ich das auch mache, dass ich das von selbst etabliert habe, dass ich abends, bevor ich einschlafe, nochmal an die schönen Sachen am Tag denke oder das, was ich in naher Zukunft erreichen möchte, was ich umsetzen möchte, wie dass ich heute ein ganz tolles Gespräch im Fluss mit dir haben möchte, dass ich dann abends vom Einschlafen drüber nachdenke und nochmal Danke sage, wie der Tag war. Und das scheint gut zu funktionieren. Und vor allen Dingen auch, was ich festgestellt habe, das mit den Emotionen, das ist für mich auch ein starker Faktor, wenn ich Freude in mir spüre, dass wir Emotionen von selbst verstärken können, ne? Wenn wir uns da reinfühlen, dass wir das richtig aufbauschen können und Funken sprühen lassen können, und dann weiß ich, dann ist die, dass wir unsere Gedanken zur Realität machen können, dass das Potenzial mit diesen Emotionen, mit diesen positiven Emotionen im Bauch am allergrößten ist. Also versuche ich da immer nochmal so ein richtig Sparkling und richtig Funken sprühen reinzubringen, und ja, ich glaube, das hilft richtig, richtig gut. Hast schon tolle Erfahrungen damit gemacht. Sehr Danke, schön. Dass du das nochmal so richtig schön unterstrichen hast mit deinem Hintergrundwissen. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle Gespräch, was du uns Danke dir. Motivation mitgegeben hast und wie man das in die Praxis bringen kann. Vielen, vielen Dank, Sebastian. Danke dir. Ja. Und schau mal rein in den Online-Kurs. Es gibt auch noch ein kleines Format, ne, wo man mal reinschnuppern kann. Ja, richtig. Das ist ein Mini-Kurs, ein vierteiliger Kurs, wo wir auch über Brigitte und ich viel über Bewusstsein sprechen, über die Herzensenergie, über die Kraft des Herzens, auch ein bisschen über Glaubenssysteme und über hermetische Prinzipien, universelle Gesetzmäßigkeiten. Einfach bei uns auf die Webseite draufgehen, seiwunderbar.de, und im unteren Teil gibt es die Möglichkeit, sich auch für diesen Mini-Kurs anzumelden. Der kostenfrei ist natürlich. Super. Und Sei Wunderbar ist der Name von eurem Kurs und der Name ist Programm. Woher kommt der Name? Ich nehme an, dass es von Wunder erschaffen kommt? Genau. Dass wir selber mal wirklich erkennen, wie wunderbar wir sind und für was für Wunder wir überhaupt auch imstande sind, in unserem Leben zu vollbringen. Richtig. Finde ich wunderbar. Dankeschön. Danke für dieses tolle Gespräch und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.